Ich bin kein Fan von Feuerstählen, die einen Magnesiumblock mit dabei haben. Ich bin der Meinung, dass ein klassischer Feuerstahl die richtige Wahl ist. Aber das musst du entscheiden. Aber damit du eine gute Entscheidung treffen kannst, musst du die Vor- und Nachteile von beiden Produkten kennen. Und wenn dir das interessiert, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Wir werden die Vor- und Nachteile von diesen zwei Produkten hier besprechen. Aber bevor wir da anfangen, eine Sache. Ich weiß, dass der eine oder andere gleich sagen wird, ich brauche keinen Feuerstahl, ich habe ein Feuerzeug. Ganz klar, übrigens billige Eigenwerbung, das sind unsere BIC-Hüllen, mit denen kannst du diese Teile entweder am Karabiner tragen oder umhängen oder im Rucksack transportieren, das ist klar. Feuerzeug sollte jeder Mann, jede Frau dabei haben, aber wir wollen über Feuerstelle sprechen. Schau mal her, dieses Teil hier hat hier einen Feuerstahl. Und da unten dieses Magnesiumteil. Und ein großer Vorteil dabei ist, dass du den Zunder oder Brandverstärker, nämlich das Magnesium, und die Zündquelle in einem dabei hast. Was ich damit meine, zeige ich dir gleich. Also, wenn du jetzt, das ist unsere Universalfeuerstahlhalterung, ja, für einen klassischen Feuerstahl, kannst du aber jetzt auch sagen, nein, ich möchte keinen klassischen Feuerstahl, sondern dieses Teil hier, dann arbeitest du zuerst, und das ist entscheidend, hier Material ab. Schau mal her. Mit dem Klingenrücken oder mit dem Sägerücken von einem Victorinox oder irgendeiner anderen scharfen Kante arbeitest du diese kleinen, feinen Teile da ab. Und dadurch hast du gleich das Magnesium an der Hand, das dann ein guter Brandverstärker sein wird. Hoffentlich. So. Und das Schöne ist bei diesem Magnesium, das kann feucht werden, das ist dem alles vollkommen egal. Das ist super. Übrigens, das ist der René Rossmann Irbis, wenn ihr das interessiert, schau auch da mal vorbei, ist alles billig eigentlich, aber so wie immer. Jetzt muss ich dieses Magnesium hier, erstens, es darf nicht zu viel Wind gehen, weil sonst fliegen diese Späne in der Gegend herum und das ist unangenehm. Das heißt, das gehört irgendwie geschützt, aber sei es drum. Und nun sage ich, ich habe jetzt ich habe noch weiteres Zundermaterial, feine Hölzer, alles vorbereitet, damit ich das Lagerfeuer oder das Feuer in Gang kriege. Und dann gehe ich hierher und genau, das Magnesium soll dann, aber jetzt, so, jetzt hast du, sagen wir mal, eine Sekunde, fette Flamme gehabt. Jetzt könnte man noch mehr abarbeiten und noch ein größeres Häuferl machen und noch viel mehr abarbeiten und noch ein größeres Häuferl machen und das entzündet sich natürlich und das ist großartig und hat die Idee, gleich einen Zunder mitzugeben. Das ist super und das funktioniert natürlich, das ist keine Frage, das hast du jetzt gesehen. Mehr Material wäre noch besser. Ja. Aber natürlich kann ich Ähnliches, das ist jetzt zum Beispiel der Feuerstahl von uns, ich arbeite hier auch, ich kann auch da, das ist ein bisschen komplizierter, nicht ganz so einfach, gebe ich zu, da braucht man ein bisschen mehr Gefühl, muss man ein bisschen mehr üben, das ist vielleicht in einer echten, wenn du Mu hörst, dann sind das die Kühe hier im Buschkräftareal, mach dir keine Sorgen, die sind momentan hier bei mir und das ist so, schau her, da noch einmal nacharbeiten, also du kannst auch hier feine Späne runterarbeiten. Das geht nicht so komfortabel wie mit diesem Teil hier. Ja, weil da sind die Späne gleich fix und fertig in größerer Menge da. Aber auch da kann ich ganz langsam abarbeiten und mir ein bisschen an Staub herrichten. Zumindest bei diesen asiatischen hier, die sind recht weich, da geht das recht gut. Ist ganz einfach so, macht nichts. Arbeite ich mir hier jetzt einen Staub rein. Und wenn ihr mir ein bisschen auskennt, wenn ich vielleicht ein Taschentuch mit dabei habe, ein Tampon, ein Harz, Birkenrinde, feines, trockenes Gras, irgendwas, dann hilft mir auch das hier, dieses bisschen Material, was ich hier abarbeite, schon mit. Und dann nachher, hast du gesehen, das war jetzt auch nicht wirklich recht viel mehr. Ja, ein bisschen mehr natürlich ist das hier, das ist klar. Aber irgendwie so richtig überzeugt mich das nicht. Und damit mein Greenscreen hier im Indoor-Studio noch realistischer ist, habe ich hier hinten dann auch noch so Kühe reinsetzen lassen. Das macht alles die künstliche Intelligenz. Ja. Also lass dich nicht ablenken und auch die Soundgeräusche und all das. Also meine Techniker sind einfach großartig, die können das. Aber zurück zum Thema Running Gag für die, wenn du das erste Mal hier auf dem Kanal bist, lass ein Abo da, gib einen Daumen nach oben, es zahlt sich wirklich aus, denn das habe ich immer wieder mal. Aber egal, schau her. Ich sehe da keinen Vorteil gegenüber diesem Teil hier. Aber es ist auch kein großer Nachteil. Es gibt nur einen einzigen und da musst du wirklich aufpassen. Diese Teile sind eingeklebt. Und das wird in Asien gemacht. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass asiatische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schlechte Arbeit leisten. Das tun sie grundsätzlich nicht, aber manchmal schon.
Kann aber auch in Österreich passieren, wie ich weiß. Aber der Punkt ist, oder Deutschland, ja. Wenn das hier mit der Zeit, und das ist mir schon öfter passiert, da habe ich solche Blöcke bei der US-Armee, als ich angefangen habe mit dem Survival vor 15, 17, 20 Jahren, was weiß ich, ja. Ich glaube, es gibt sogar ein Video, das müsste jetzt 15 Jahre alt sein, wo ich das mal herzeige, so auf die Schnelle mit Musikhintergrund. Und das Problem dabei ist, dass diese Teile mit der Zeit rausfallen, weil der Klebstoff nachlässt. So, wenn du jetzt permanent arbeitest und sagst, du hast das sowieso, weil du Bushcrafter bist, an deiner Universalhalterung hier jetzt drauf gepoppt und nimmst das immer wieder raus, dann ist dir das eh klar. Gut, soll so sein. Aber wenn du es in einem Überlebenskit ist, eine Art Fire-and-Forget-Lösung, in der du sagst, ich möchte dieses Messer jetzt zum Beispiel als Survival-Messer in meinen Kit legen und vergiss es einfach. Und dann fällt dir dieser Kas hier runter und dieser dünne Stab, der bricht dann auch relativ leicht ab. Also noch einmal, für Schönwetter alles cool. Für, wenn du es unbedingt haben willst, auch cool. Aber ich würde etwas anderes tun. Ich würde mir, musst du ja nicht von mir was kaufen, um das geht es wirklich nicht. Kauf dir einen Feuerstahl, üb damit, schau, dass du draußen in der Natur im echten Greenscreen dir das eine oder andere Zunderteil einmal ausprobierst, dass du Locken machen kannst, dass du weißt, wie Harz funktioniert, wie Birkenrinde funktioniert, wo das trockene Gras wächst. Und gibt es übrigens billige Eigenwerbung, ein eigenes Buch, die 600 Survival-Tipps gebe ich da auch. Und lern das anzünden. Dann brauchst du das hier nicht, denn es funktioniert nur sehr bedingt. Heißt das, dass das schlecht ist? Nein. Wenn du es kaufen willst, bitte kauf's dir, gebe da unten den Link, hab kein Problem damit. Meine Empfehlung, obwohl ich die früher eingesetzt habe, auch bei den Survival Trainings, ist mittlerweile das hier. Wenn du Fragen hast, stell sie sehr, sehr gerne. Gib dir den Link zu unserem Universal-Feuerstahlhalter für Kydex-Scheiden, ist eh ganz klar. Oder zu unseren All-Day-Carry-Scheiden, hier zum Beispiel ein wunderschönes Lagiliol en Brac. 9 cm oder was das ist, wurscht, gebe ich da auch unten den Link und für Victorinox und ist ja wurscht. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Bis bald und ciao, ciao.